Konnichiwa, Kettys, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer neuen realer Irrsinn-Folge. Ja, die ist mir vorgeschlagen worden und das Ganze natürlich von Minato Namikaze. Ja, der schlägt momentan mehr vor als andere. Wenn ihr Vorschläge habt, damit unten in die Kommentare, falls ihr irgendwas habt, was wir reacten könnte. Ich reakte alles, was in die Kommentare kommt und reaktbar ist. Auch wenn es manchmal etwas länger dauert, weil ich solche langen Sachen dann auch wie Dokumentationen, die länger gehen, planen muss. Auch ich plane solche Sachen, ja. Genau. Deswegen werden wir eventuell nächste Woche nur zwei Sachen dann haben, aber sehen wir erstmal. So, jetzt bleiben wir hier bei dem realen Irrsinn von Minato Namikaze, hatte ich ja eben schon mal gesagt. So, und zwar geht es diesmal um Sitzbänke in Schwerin. Und die sind gefährlich. Ich war noch nicht in Schwerin, deswegen kann ich nicht sagen, ob das der Tatsache ist. Ich würde aber jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal rüber in den Live-Bereich. Da seht ihr das Ganze nämlich dann auch. Und schauen uns an, was es mit diesen Bänken auf sich hat. Also erstmal sehen wir hier natürlich einen Aktenordner. Es ist also eine etwas ältere Folge, glaube ich. Ich glaube, der Aktenordner war vor dem Gartenzwerg. Schauen wir einfach, was es damit auf sich hat. Viel Spaß euch. Ah, kurz mal ausruhen. Das könnte so praktisch sein, gerade für ältere Leute. Ein kleines Päuschen in der Mühlenstraße in Schwerin. Also ist die Mühlenstraße in Schwerin. Solche Bänke in dieser Art, nicht in dieser Größe, obwohl doch, das ist, ist das Holz? Also ich glaube, wenn ich mir das jetzt so angucke, das ist eher Metall. Und solche Bänke haben wir bei manchen Bushaltestellen hier in Frankfurt auch. Die sind aber nur auf der einen Seite mit einer Lehne und auf der anderen Seite offen. Da sitzen dann auch häufig mal ältere Leute, die nicht mal auf den Bus warten, sondern einfach nur da sitzen. Ist auch in Ordnung. Ich will das keinem verbieten, also so war das auch nicht gemeint. Na, wenn ich zum Einkaufen gehe, ich bin nicht mehr die Jüngste, dann gehe ich langsam und dann sehe ich eine Bank und dann setze ich mich hin und ruhe mich aus und mache eine Pause. Ja, dafür sind Bänke im Allgemeinen ja auch gedacht, dass man sich da hinsetzt und ausruht. Und dass ältere Leute langsamer laufen, weil sie älter sind und nicht mehr so schnell können, ist auch normal. Also ist alles eigentlich nichts Ungewöhnliches. Oder sehe ich das jetzt irgendwo falsch? Seit 13 Jahren steht diese kleine Bank hier, aufgestellt von der Hausbesitzerin. Da setzen sich natürlich meistens ältere Herrschaften hin. Also erstmal ein Daumen hoch von mir für die Hausbesitzerin. Sowas ist nicht alltäglich und nicht normal. Aber ich finde das sehr schön, dass sie auch an ältere Mitbürger denkt. Sollte man viel häufiger machen, wenn wir mehr aneinander denken würden, gäbe es viel weniger Blödsinn in dieser verrückten Welt. Aber hören wir mal, was sie sagen wollte. Ich habe ihr nämlich den Satz abgeschnitten. Die nutzen natürlich die Bank auch ein bisschen als Kommunikationspunkt und plaudern auch ein bisschen, wenn die Nachbarn da vorbeigehen. Das ist gut. Also Kommunikation ist wichtig. Wie gesagt, ich mache ja eine Umschulung und wir hatten ja vor kurzem Projektplanung als Lernfeld. Und in der Projektplanung, die geht häufig deswegen schief, weil die Kommunikation mangelhaft ist. Vieles geht in der Welt schief, weil die Kommunikation mangelhaft ist. Mehr miteinander reden, mehr offen reden, mehr wahr reden. Es bringt nämlich nichts, wenn ihr zum Beispiel ein Partner oder einen guten Freund fragt, ja, ist alles in Ordnung? Oder ihr werdet gefragt und ihr antwortet dann einfach darauf, ja, alles gut, obwohl es eigentlich nicht der Tatsache entspricht. Sagt einfach, was Sache ist, dann kann man darüber reden und kann entsprechend dann auch handeln. Und deswegen finde ich solche Sachen auch ganz toll und muss sagen, ich finde das schön, wenn sie da Kommunikation betreiben. Aber dieses Bankenwesen in der sonst so friedlichen Nachbarschaft ist illegal. Da muss ich erst jemand bei der Stadt beschweren. Nee, nicht wirklich. Jetzt hat sich nicht wirklich jemand beschwert, weil da jemand auf dem Gehweg... Ja, klar, Gehweg. Oh Mann, ey, echt. Nee, nicht wirklich. Also, es gibt Menschen, die gehören einfach abgeschafft. Und bei manchen Behörden die Mitarbeiter dort. Aber nur bei manchen Behörden, nicht bei allen. Aber so ist das nun mal halt. Ja, weiter geht's.
anonym. Ich weiß auch nicht, wer über so eine Lappalie sich beschwert. Da gibt es andere Dinge, wo man sich wirklich aufregen könnte. Das stimmt, da gebe ich ja recht. Manchmal wird sich über solchen Unsinn aufgeregt, dass man sich fragt, gibt es keine anderen Probleme in dieser Welt, die wichtiger sind? Ja, aber manche Leute haben eben einfach kein nichts zu tun. Deswegen suchen sie nach solchen Sachen, um sich dann darüber aufzuregen, wie über eine Bank, die seit Jahrzehnten steht. Oder wir hatten es vor einigen Monaten ja mit den Gartenzwergen in Mainz, die seit wer weiß wie viele Jahrzehnten an diesem Haus angebracht sind. Und jetzt fällt irgendjemandem ein, nö, die müssen da weg. Also sowas Unsinn. Wenn ihr das sehen wollt, schaut mal hier in meine Liste. Da ist irgendwo das mit den Gartenzwergen auch schon reacted. Die Stadt geht der Beschwerde nach und misst nach. Die Sondernutzungssatzung der Stadt Schwerin sieht vor, dass Fußgängern mindestens 1,20 Meter Gehwegbreite zur Verfügung stehen muss. Hier, an diesem kurzen Stück, sind es aber nur 1,10 Meter. Und es kommt noch schlimmer, schreibt die Sachbearbeiterin. Nee, nicht wirklich. Ihr wollt, das erinnert mich jetzt an die Folge mit den Tischen in einem Restaurant. Ja, da waren 5 cm zu viel. Wegen diesen paar Zentimetern. Es ist doch egal, ob da jetzt 10 cm fehlen oder nicht. Die Leute kommen doch trotzdem vorbei. Weil das ist ein kleines Stück. Das Ding ist vielleicht 1 Meter lang. Lass die Bank 1 Meter lang sein. Deswegen, wegen ich könnte die Tischplatte beißen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieser Bank, Sitzen auf der Bank, verringert sich der nutzbare Teil des Fußweges noch weiter. Wow, oh ja, toll. Es passt dann wie keiner vorbei. Wenn ich an jemanden vorbeigehe, brauche ich 50 cm Breite vielleicht. Also, in der Fußgängerzone ist teilweise weniger Platz, um aneinander vorbeizukommen. Und da funktioniert es auch. Gut, das hat nicht damit zu tun, dass da kein Platz ist, weil der Platz eingeschränkt ist, sondern weil da zu viele Leute durch die Gegend rennen. Aber trotzdem, das geht doch auch. Warum soll das da nicht auch gehen? Ich bitte Sie daher, die Sitzbank aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Nö, ich würde dagegen vorgehen. Ich würde eine Unterschriftensammlung machen, würde die der Alten auf den Tisch knallen und sagen, hier, da sind genug Leute, die die Bank haben wollen. Also die hat sie doch nicht mehr alle. Echt? Unbedingt. Aber die bestimmungsgemäßen Gebraucher dieser Bank sind sich keiner Schuld bewusst. Eben, richtig so. Geht dagegen vor, weil das ist absoluter Unsinn, was die Alte da von sich gibt. Sorry, wenn ich jetzt mal so hart klinge und ein bisschen jugendlich, aber ist einfach so. Sowas geht ja mal überhaupt nicht, bitte. Einerseits sind doch die Gesetze für uns da und nicht wir für die Gesetze. Richtig. Und bei dem Personenverkehr, der in dieser Straße ist, da könnte es noch schmaler sein. Die Leute kämen trotzdem damit zurecht. Eben, genau. Endlich mal einer, der sagt, die Gesetze sind nicht dafür, wir sind nicht dafür da, für die Gesetze, sondern die Gesetze für uns. So, und manche Gesetze, die da oben beschlossen werden, sind so unsinnig, bescheuert und undurchdacht, dass man sich fragt, wo lebt ihr Politiker eigentlich? Nicht auf dieser Welt und nicht in der Öffentlichkeit. Und ihr habt ganz krampfhaft vergessen, dass ihr Vertreter des Volkes seid und nicht das Volk euch vertritt. Insofern ist es ein Witz. Ein trauriger. Nee, kein Witz mit dem Bankentfernen. Die Stadt schreibt der Bankaufstellerin weiter. Dass im Interesse der älteren Bürger die Bank doch entfernt werden muss. Moment. Die Bank soll weg wegen der älteren Bürger, die sie benutzen, um sich auszuruhen. Merkt ihr, wo der Fehler ist? Also ich merke es. Im Interesse der älteren Bürger muss die Bank entfernt werden. Ja, weil für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl die Breite nicht ausreichen. Das ist ein schönes Bild und zeigt deutlich, was Sache ist. Also, von hier bis hier ist der Rollator. Das heißt, wenn er jetzt hier weiterfährt, kommt er gut 10 cm am Fuß der Dame vorbei. Die, weil sie das ja mit Sicherheit kennt, diesen Fuß dann auch noch zurückziehen könnte und dann hätte er noch mehr Platz. Merken wir was?
Da hat jemand nicht aufgepasst. Rechnen, rechnen 6 Sätzen. Gott. Hm, das stimmt jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz. Und auf den zweiten auch nicht. Sehr schön. Sie haben ja eben selbst gesehen, wie ich hier mit dem Rollator vorbeigegangen bin. Ich kam ohne weiteres hier vorbei. Egal. Ja, genau. Und gut, ein Rollstuhl mag vielleicht ein bisschen breiter sein, aber selbst der kommt da locker vorbei. Abgesehen davon, da ist eine Straße, die nicht sehr befahren aussieht. In der ganzen Zeit, wo wir jetzt da sitzen, ist da eigentlich ein Auto vorbeigefahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Korrigiert mich, wenn ich was falsch gesehen habe. Egal. Wichtig ist, dass die Besitzer das Entfernen nicht auf die lange Bank schieben. Man hat dann verfügt, dass ich unter Androhung von bis zu 5.000 Euro Strafe diese Bank zu entfernen habe. Also, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte, wäre dagegen vorgegangen. Weil das kann wirklich nicht sein. Definitiv nicht. Ja, Bürokratentrottel. Die Bank wandert von der Straße in den Innenhof. Das finden die Bankbenutzer traurig und haben sich nun ihrerseits bei der Stadt beschwert. Ja. Richtig so, ja, genau. Und jetzt kriegt die, wird verfügt. Oder nein, jetzt kommt es ganz richtig. Jetzt wird da eine Bank von Stadtwegen hingebaut. Ich lache mich tot, wenn das passiert. Nein, okay, tot lache ich mich nicht, aber ich lache lauthals, wenn das passiert. Gehen wir fest von aus, dass wir bald wieder auf der Bank sitzen können. Aber die Stadt hält sich doch nur an Recht und Gesetz. Die Sauerei ist trotzdem. Es ist mehr als eine Sauerei und sowas Bescheuertes. Die hält sich an Recht und Ordnung. Politiker, die sich an Recht und Ordnung halten, sind so häufig anzutreffen wie Diktatoren, die für die Bevölkerung agieren. Ja, das wollen wir nun mal sagen. Das möchte Frau Genzer einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass man sie hier nicht mehr sitzen lassen will. Ja, es war eine super tolle Folge. Danke, Minato, für deinen Vorschlag. Sehr schön und ja, ich finde das wunderbar. Aber es ist wieder ein deutliches Zeichen dafür, wie unsinnig hier in diesem Land vorgegangen wird. Ich kenne Länder, da wäre das ein Witz. Ein schlechter, wenn einer aus der Behörde sowas schreiben würde. Nachdenken soll manchmal helfen und ja, ja gut, okay. Also, ich fand sie toll, ich konnte mich schon da ein bisschen aufregen und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das hier jetzt irgendwo zeigt. Und ich zeige das natürlich auch, diesmal vergesse ich es nicht, hier ein Like von mir und ja, wenn ihr auch mal etwas habt, was man reacten könnte und wo ihr sagt, ja, bitte, macht das doch mal, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Da könnt ihr natürlich auch was reinschreiben, wenn ihr Kritik oder habt oder euch etwas besonders gut gefallen hat. Oder wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt. Ohne mein Gesabbel kriegt ihr das Ganze, wenn ihr in die Videobeschreibung guckt, da ist das Ganze verlinkt. Und da ist auch dein Link zu meinem Twitch-Kanal. Und da könnt ihr mal live dabei sein, wenn ihr zuschauen wollt. Genau. So. Für diese Folge und für heute, von dieser Folge natürlich, sage ich euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Josie.